Die Haut ist für mich natürlich eine Art Leinwand. Also jede Haut ist ja total unterschiedlich. Eigentlich ist es immer wieder eine neue Erfahrung. Und das macht es auch sehr spannend. Es ist lebendig. Es ist eine lebendige Leinwand. Also mein Name ist Verena Keller und ich bin Tätowiererin seit 1995. Als ich 20 war, hatte ich eigentlich den Traum von einer frei schaffenden Künstlerin, und zwar im Bereich Malen. Ich habe Bilder gemalt, leidenschaftlich. Und das Tätowieren ist nach einer anderen Art, wo ich eigentlich nicht unbedingt mein Bild machen kann, sondern es ist ein Entstehungsprozess, den ich mit dem Kunden zusammen mache. Ich entwerfe es dann entwerfen für den Kunden anhand seiner Vorgaben und ich darf es dann nachher umsetzen. Also es ist auch eine andere Form von etwas Bildliches, etwas Kunstvolles hinterzulassen in der Haut rein. Im Vergleich zum Bodypainting, das man wieder abwaschen kann, ist es etwas, das einerseits lebenslänglich ist, was natürlich eigentlich ein sehr schönes Geschenk ist für mich, etwas zu hinterlassen, das man das Leben lang weiter begleitet. Und andererseits ist es aber gleich auch vergänglich, wie halt das Leben auch vergänglich ist. Wenn sich jemand tätowieren lässt, vor allem auch wenn es grössere Sachen sind, aber auch bei kleineren Sachen, ist meistens der Wunsch nach Veränderung da. Man steht irgendwo im Leben, man hat etwas erreicht, man hat einen Abschluss von etwas gemacht oder man hat aber auch vielleicht eine Krise gehabt und kommt jetzt langsam wieder auf die Beine. Oftmals sind Tätowierungen verbunden mit Veränderung, mit Neuanfang. Und das sind meistens dadurch auch sehr spannende Geschichten, die Menschen mitbringen. Und dann geht es darum, eben auch für mich hinzulassen und eben dann zusammen etwas entwickeln, etwas entwerfen. Und dann ist es eben für mich auch, es passt dann einfach in die Geschichte. Es ist nicht nur Tätowierung, sondern es ist wirklich etwas mitgeben. Während dem Stechen bin ich eigentlich extrem konzentriert. Ich bin beim Motiv, also vor allem wenn es darum geht, das erste Mal das Ganze auflinieren vielleicht, oder? Da braucht es meine volle Konzentration. Da kann ich eigentlich auch gar nicht schwätzen mit dem Kunden oder der Kundin. Und es ist eine Art, das, wie soll ich sagen, also die Haut ist meine Leinwand, das Bild ist da und es wird eigentlich alles so ein bisschen zu meinem in dem Moment. Ist dann eigentlich wie so ein bisschen meine Haut, mein Bild und wir machen das zusammen. Es ist ein Zusammenspiel. Also wenn das Motiv fertig ist, dann ist das immer super cool. Das finde ich irgendwie, ja, finde ich toll. Oft sind sie auch längere Prozesse, weil ich ja oft größere Sachen mache. Dann lerne ich den Menschen auch kennen. Also das kann sein, dass das irgendwie dann ein halbes Jahr lang, einmal im Monat kommt jemand bei mir vorbei und liegt da für 2-3 Stunden und man lernt sich kennen. Und es gibt auch eine gewisse Nähe in dem hinein. Und wenn es dann fertig ist, ist manchmal so ein bisschen Wehmut, weil das Bild geht mit dem Menschen fort. Also auch wenn ich es noch hier fotografiere, aber ich sehe den Alterungsprozess dann vielleicht nicht mehr von dem Tattoo. Oder so nicht einmal, wenn es fertig verheilt ist unter Umständen. Und von dem her hat es ja auch ein bisschen etwas Wehmütiges, aber gleichzeitig ist es auch schön. Es ist eine abgeschlossene Arbeit und es gibt Platz für etwas Neues. Das Anfassen gehört natürlich dazu. Also ich tue die Leute anlangen, ich gehe unter die Haut nachher schlussendlich. Und das Vertrauen, das muss einfach da sein. Also es muss mir jemand können Vertrauen schenken, dass ich das dann gut mache. Aber es ist schon, es ist intim, das ist definitiv so.